Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres Männerlord Let's Plays. Was geht? Joa, ne? Unsere Bürger sind hier fleißig dabei, das Feld zu bestellen. Wir gehen jetzt auch mal hier auf höhere Geschwindigkeit. Ich habe in einer kleinen Aufnahmepause die Steuern mal ein bisschen runtergesetzt, dass unsere Zufriedenheit nicht so arg abschmiert, weil wir sind hier ja jetzt immer noch auf dem Negativast. Weil der Nahrung ist immer noch knapp. Was natürlich nicht so geil ist. Aber ja, wir werden auf jeden Fall das Beste draus machen. Die sind jetzt hier fleißig am Sehen. Es ist halt schon November, ne? Also ist alles ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass die hier das jetzt noch gut durchkriegen. Die Gerste ist jetzt nicht unbedingt so wild, ne? Ist nicht so schlimm. Wenn das hier jetzt nicht so unbedingt mega zügig geht, da können wir uns auch noch ein bisschen Zeit lassen, wobei die ja jetzt schon durchrushen. Ist nur die Frage, ob sie es noch schaffen. Und hier kriegen wir 47 Weizen raus. Das ist ja gar nicht schlecht. Ich meine, wir haben hier jetzt 13. Das ist leider ein bisschen wenig, aber jo. Was soll man machen, ne? Hier sagt die nächste Ernte sogar schon mal 6,15. Ja, da können wir vielleicht sogar schon so richtig reinbuddern. Ah, nächste Ernte 14 Gerste. Okay, gut. Ist jetzt nicht so viel, aber gut. Okay, wir haben Korn. Das heißt, wir können hier jetzt die Familien wieder rausziehen. Alle bis auf eine. Falls sich es wieder verrafft, ne? Dass da wenigstens ein bisschen was läuft. Der Gemeinschaftsofen, da kommt auch eine Familie rein. Und tatsächlich, ich weiß nicht, wir haben ja keine Gerste, da brauche ich also kein Malz. Passt also alles soweit. Okay. Wir haben jetzt Wintereinbruch. Und es sind noch 25 Nahrungsmittel am Start. Hier wurde anscheinend gar nichts geerntet. Hier gibt es noch nichts zu ernten. Aber immerhin haben wir einen leichten Überschuss an Personen. Haben die hier überhaupt was geerntet? Erntest du jetzt? Nee. Müller und Köhler Familie. Was ist denn mit den Müllern? Sind die hier schon fleißig am Schaffen? Nö, da wird noch gar nichts gemacht. Brennstoff am Haufen, Nahrung geht halt schon wieder voll in die Binsen. Und Regionsvermögen ist auch ein bisschen am Abschwinden. Das ist natürlich relativ bescheiden. Sind aber soweit eigentlich alle relativ zufrieden. Nein, wir müssen ja auch bloß 3 Monate rumkommen mit der Nahrung. Und ich meine, Fleisch geht gerade wieder ein bisschen hoch. Das heißt, unsere Jäger sind wieder etwas aktiver. Und das Vorkommen ist immer noch relativ hoch. Und wir haben ja jetzt auch dieses passive Einkommen. Warte mal, war das nicht bei Gesetz? Ja, Wildtiere in üppigen Vorkommen pflanzen sich doppelt so schnell fort, allerdings liefern Feldfrüchte um 50% weniger Ertrag, aber die Feldfrüchte, da haben wir nicht so viel, deswegen ist das voll fein. Und hier dann noch das ermöglicht Jägern das geschickte Auslegen von Fallen im Wald, erzeugt ein permanentes passives Fleischeinkommen. Da wäre es jetzt vielleicht sogar schon intelligent, noch einen Jäger zu bauen, ne? Ja, kommt. Was soll der Geiz? Wir machen hier so ein richtiges Lager. Jägerlagereck. Gut. Häusertechnisch haben wir noch 8 Platz. Gibt es noch irgendwas auszubauen? Nee, sieht ganz gut aus. Okay, wenn die hier alle bewohnt sind.
wird vielleicht auch der Output des Gemüses endlich so weit nach oben schießen, dass wir da keinen Stress mehr haben. Wie sieht es denn hier jetzt aus? Nix auf Lager. Noch eins. Okay, das heißt doch eigentlich... Brot? Nee, Mehl haben wir hier jetzt ein bisschen was. Wird wahrscheinlich auch irgendwo gebongert. Hier schon mal nicht. Bringt ihr das echt bis hierher? Ja, Tatsache. Das ist halt echt unnötig. Warte mal, können wir... Korn nicht hier lagern, Mehl nicht hier lagern. Kräuter und Beeren nicht hier lagern. Brot kann voll von mir aus. Ja. Und die hier bitte auch nicht hier lagern. Ich meine, das hier ist eh hinfällig. Der Roggen ist auch hinfällig. Haben wir nicht. Nur die Gerste könnte tatsächlich ihren Weg irgendwie dahinter finden. Das Malz lasse ich... Ja, wobei, komm, machen wir auch weg. So. Ja, weil der ganze Spaß, ne? Ich meine, wir haben hier diesen Speicher. Und wir wollen ja jetzt hier nicht irgendwie das übertreiben, weil ich meine... Der ist jetzt gerade zwar relativ leer und ich meine 2500 Nahrung, so viel werden wir niemals im Leben auf Lager haben. Sagen wir mal ehrlich. Aber ich will es lieber hier lagern. Die Wege sind kürzer. Es macht einfach viel mehr Sinn. Okay, wir können eigentlich hier jetzt mal auf dreifache Geschwindigkeit wieder drauf gehen. Weil, jo, passt soweit. Hier können wir nochmal gucken. Korn, jetzt ist Wäsch. Das heißt, das müsste jetzt dann hier rausploppen. Transportiert, wartet. Allgemein. 28 Mehl. Okay, dann können wir hier ja mal noch rausgehen auf 2 runter. Machen wir hier mal noch einen Bäcker mehr. Die laufen auf jeden Fall weiter. Ja komm, machen wir mal noch eine Familie raus. Die müssen bloß noch transportieren. Dann machen wir hier beim Jägerlager, das ja fertig ist, direkt noch 2 rein. Und dann haben wir noch eine Familie, die schön gemütlich über den Winter so ein bisschen bauen kann. Aber wir haben auf jeden Fall einen höheren Nahrungsoutput, was wichtig ist. Königliche Steuer erhöht. Ja, kein Thema. 206. Alles chillig. Und eine neue Familie. Easy. Sehr schön. Und dann können wir hier noch direkt 3 Bäckersfamilien draus machen. Besorgt Brennstoff, transportiert, wartet, geht nach Hause, hier wartet. Ey, müsst ganz schön weit laufen zur Arbeit, ne? Und um die Hühner müsst ihr euch auch noch kümmern. Wie sieht's mit euch aus? Transportiert, handelt. Das heißt, da liegt noch Zeug rum, transportiert, wartet. Einer jagt, beschafft Ressourcen. Jagt, transportiert. Ja, okay, gut. Da scheint es ja jetzt dann doch ein bisschen weiter vorwärts zu gehen. Wir haben auf jeden Fall auch ein Fleisch auf Vorrat. Das ist schon mal gar nicht verkehrt, aber wir haben echt gerade irgendwie ein dickeres Minus. Da stelle ich mir natürlich jetzt die Frage, warum? Wahrscheinlich wegen dem Import von Beeren. Weil sonst importieren wir nichts, ne? Export. Den Überschuss des Leders können wir mal runtersetzen.
70 Leder sollten wir auf Vorrat haben. Ich meine, wir haben jetzt noch nicht so viele Leute. Ja, wir importieren nur... Ah, wobei, wir importieren auch noch was anderes. Und zwar Vieh. Und das könnte uns vielleicht den Rücken brechen. Wie habe ich denn die Zahlen gestellt? Gehen runter. Die kosten uns unendlich viel Kohle. Wenn man jetzt mal drauf guckt, 30 und 20. Wenn da immer wieder ein neues Vieh gekauft wird, das reißt uns ein Riesenloch in den Geldbeutel. Hier haben wir glücklicherweise die Schachtminen. Auch wenn der Schacht sehr, sehr komisch aussieht. Das heißt, unsere Quelle hier wird nicht versiegen. Da sind immer noch 19 Mehl drin. Warum auch immer? Wie wäre es, wenn mal jemand hier produziert? Sehr schön. Wo ist Heinz? Ja, am Arsch produzierst du. Lauf mal schneller. Mensch, Mensch, Mensch. Oh, 12, 13. Ja, die Beeren, ne? Das ist gerade so ein bisschen das, was uns hier noch so über die Zeit rettet, wenn man so will. Beeren und Fleisch. Hm. Schwierig, schwierig. Wir müssen hier auf jeden Fall wieder irgendwie hochkommen. Apropos, haben wir nicht irgendwo... Hier oben gibt es ein Banditenlager. Würde ich doch mal sagen, dann gehen wir mal auf Angriffskurs. Oh, warte mal. Wir haben doch jetzt hier 2000. Ich kann die Truppe voll machen. Ohne Probleme. Nice. Theoretisch könnten wir die auch mal komplett anpassen, dass die alle gleich aussehen. Aber das lassen wir jetzt erstmal. Und wir könnten über Schatzkammer uns hier auch noch... Beamter, wir nehmen einen Bewohner in neuer Gefährdung auf. Ah, cool, das hätte ich auch noch machen können. Irgendwie vielleicht. Ah, dafür hätte ich aber genau diese Werkzeuge in Anführungszeichen, diese Waffen und Rüstungen gebraucht. Hm. Peter ist ein echter Meister des Schachspiels. Aha. Ja, komm, wir machen mal die ersten 5. Machen wir mal ein bisschen fresher. Okay, die 5 sind jetzt auf jeden Fall mal hart gesottene Burschen. Ach komm, der 6. geht auch noch. Wir können ja mal gucken, wie viel haben wir jetzt? 1500, wir haben 250 ungefähr an Steuern. Ja, komm. Guck einfach unten. 1200 sollte ich auf jeden Fall noch auf der Kante haben. Ja, komm. Die Hälfte erstmal aufrüsten, geht voll klar. So, und ihr dürft euch jetzt hier sammeln und dann gehen wir mal zusammen da auf Sturmtrupp. Ja, die werden ordentlich reinhauen, habe ich so das Gefühl. Die sehen dann doch schon aus wie so eine kleine grimmige Armee. Vor allem kostet mich das jetzt hier keine Arbeit. Das ist so der Hauptgrund, warum ich die jetzt einfach ausgewählt habe. Ja, darum Schatzkammer. Ja, das war jetzt gerade eben. Okay.
hoffe, dass wenn wir das hier schicken, dass die nächstgelegene Stadt dann hier ist und nicht dieses Gebiet hier oben. Es wäre äußerst schade, weil hier oben will ich eigentlich so nicht wirklich hin. Ich könnte hier theoretisch nochmal eine Schachtmine machen und hier voll den Eisenbaron werden, aber sonst gibt's da nichts, was mich dazu irgendwie turnt. Was wir aber noch machen könnten, wäre vielleicht, wenn ich jetzt über den Verkauf noch nachdenke. Ja, schwierig. Naja, Brennholz könnten wir auch noch machen. Ja, komm. Einfach nur, dass es noch eine Exportroute ist. Okay, das tippe ich ein. Können wir mal 400. Wären ja jetzt auch schon mal 630, ne? Also. Ist okay. Farbstoffe haben wir auf Lager. Garn. Salz, Wachs. Ah, Wolle ist eigentlich was, was wir auch haben. Ne? Die Schafe. Apropos Schafe. Sind immer noch 3 Stück drauf, okay. So, meine Jungs. Da ist der Lager. Es wird ein Kampf im Wald. Habe ich so ein Gefühl. Stellt euch mal hier auf. Ja, genau. Zieht euch mal hier zusammen. Mal ein bisschen sehen, was hier abgeht. Ah, doch. Mein Gefolge. Ich glaube, das kann da ordentlich was reißen jetzt. 24 gegen 18. Wird klar gehen, da die ja waffentechnisch komplett stärker sind. Und da sind sie auch aufgetaucht. Nice. Gucken wir doch mal. Hier habe ich sie, glaube ich, hingestellt. Wir stellen uns hier hin. So, dass hier ein bisschen Luft ist. Okay, und wo sind die Schlawinskis? Oh, gar nicht mal so weit weg. Ja, die Distanz ist relativ gering. Dann würde ich doch auch sagen, ziehen wir uns das natürlich im Cinematic rein. So. Bitte seid standhaft. Jetzt gucken wir mal, wie der Feind hier angelaufen kommt. Die dürften ja gleich jeden Moment rauskommen und ihr blaues Wunder erleben. Ja, da wird sich schon drauf vorbereitet. Wir sehen auch schon den ersten, der da durchschleicht. Ja, man sieht mehrere. Ja. Meine freuen sich da anscheinend schon ganz schön drauf. Kommt ran. Ja, das sieht doch so aus, als würden wir die ganz schön verhauen. Okay. Wir wurden gerade Zeuge eines brutalen Mordes. Und sehr schön, das war nicht in unserem Gebiet. So. Dann lauf da mal hin. Kommen wir mal nochmal vorspulen. Zack, neue Nachricht. Jetzt bin ich gespannt. In Waldbrand gestiegen.
Nee, nicht Gold, doch Goldhof. Okay, Tatsache, es ist bei uns reingekommen, aber wir haben schon wieder Kohle. Ah, okay, gut, 100, 616. Hatte eben gedacht, wir hätten da irgendwie Kohle verloren, aber das habe ich mir eingebildet. Okay, und wir sind jetzt tatsächlich gerade so irgendwie durch den Winter am Durchrutschen. Wir haben glücklicherweise keine Familie, die gerade unter Hunger leidet. Gerade mache ich's Maul zu. Okay, aber im nächsten Jahr dann hoffentlich. Wir haben mal wieder zwei Familien. Können wir mal gucken, wie sieht's denn aus mit Brot? Mehl ist auf jeden Fall weg. Hier haben wir noch 11 Mehl sind noch vorhanden. Aber dann können wir hier die Familie rausnehmen schon mal. Die brauchen wir nicht. Hier ist das Wachstum auf jeden Fall am Laufen. Wir kommen auf 14. Hier kommen wir auf 47. Das ist eigentlich ganz okay. Und noch eine Familie. Chillig. Die Jäger sind hoffentlich fleißig am Schaffen. Na, die haben auch den Bestand schon ganz schön runtergekürzt. Aber ist okay. Ist okay. Wir müssen echt gucken, dass wir möglichst zügig hier irgendwann mal anfangen. Weil die Fische haben wir ja immer noch nicht. Und jetzt sind es schon 16, 13 Familien, wo die Bedingungen nicht so geil sind. Ihr dürft euch jetzt wieder auflösen. Weil ich meine, ihr chillt ja sowieso nur in der Burg. Ihr seid ja das Gefolge. Muss ich mal gucken. Vasall geht nach Hause. Ja, ihr lauft alle in die Burg, oder? Also, Burg. In den Holzkasten. Ja, Tatsache. Alle in der Burg. Da rennt auch keiner irgendwo draußen rum. Faszinierend. Oh, und wir haben wieder ein gutes Plus. Chillig. Das ist ja ganz nice. Wären 67 Familien. Chillig. Wie sieht's aus mit dem Mehl? Ist auch alle. Hier ist noch zwei, sind noch zwei drin. Die sollen auf jeden Fall drin bleiben. Ein Bäcker bleibt jetzt dauerhaft drin, aber dann werden die hier auch wieder rausgezogen. Dann haben wir 6 Familien theoretisch. Ich hoffe, dass die hier jetzt auch schon. Ah, hier wird schon fleißig geackert. Und hier wird fleißig Gemüse geerntet, was über den Winter fertig geworden ist. Das sieht ja schon mal gar nicht so verkehrt aus. Na, sieht's denn so aus mit unserer Kräuterhütte? Ja, die sind alle am Start und die können auch weiter hier mit Kräutern ihren Schissel machen. Großer Speicher, wird nichts abgelegt, weil nichts da ist. Schwierig. Aber die Wildbären wachsen. Wir haben März. Sieht doch ganz nice aus. Wir kommen also voran. Langsam, aber sicher geht's voran. Würde ich mal behaupten. Und ja, an der Stelle, vielen, vielen lieben Dank, Leute, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet natürlich gerne das nächste Mal wieder ein. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann gibt es eigentlich nur noch zu sagen, euch einen wunderschönen restlichen Tag. Haut rein und see ya.